Hey, es ist Eugene von Supportonet. Heute zeigen wir euch, wie ihr das Lautsprechersystem D200 von Creative mit eurem Smartphone oder mit jedem anderen Bluetooth-fähigen Gerät koppeln könnt. Wir haben als Beispiel ein Windows Phone 7 hier. Wie gesagt, das Gerät, oder das besser gesagt, das Creative D200 funktioniert mit jedem anderen Gerät, welches Bluetooth-fähig ist und Musik über Bluetooth ausgeben kann. Dazu schaltet ihr erstmal das D200 einmal an. Ihr dreht es auf den Rücken und nutzt diesen Einschalter. Ihr seht sofort, es leuchtet hier eine LED, die euch zeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist. Um fortzufahren, klickt ihr auf eurem Smartphone oder welches Gerät auch immer auf die Einschalttaste und geht in den Einstellungen auf Bluetooth-Einstellungen. Wie gesagt, die sind überall anders, also das ist unterschiedlich von Gerät zu Gerät. Bei uns ist diese Einstellung unter Einstellungen Bluetooth. Nun schaltet ihr euer Bluetooth ein. Und haltet bei eurem D200 die Bluetooth-Taste gedrückt. Schon fängt die Bluetooth-LED oder besser gesagt die Kontroll-LED fängt dann an zu blinken. Das heißt, er sucht gerade nach Geräten in der Reichweite. Dasselbe macht jetzt euer Smartphone auch oder euer Gerät, das ihr anschließen möchtet. Und dann klickt ihr direkt auf das D200, wenn es gefunden wurde. Und schon ist er verbunden. Nun, wenn ihr Musik abspielt, geht es sofort. Wenn ihr fertig seid mit der Musik abzuspielen, könnt ihr beide Geräte direkt einfach ausschalten. Das heißt, ihr könnt einfach euer Bluetooth ausschalten, schon ist die Kopplung weg und die blaue Lampe ist hier auch ausgegangen. Wenn ihr das Gerät ausschalten wollt, drückt ihr auf den Knopf, den Einschaltknopf nochmal und das Gerät ist aus. Das war es zur Verbindung vom Creative D200 mit einem Smartphone. Schaut euch einfach unsere anderen Videos an. Wir haben noch das Creative D200 mit dem Creative D100 verglichen, um zu schauen, welches vielleicht einen besseren Sound hat oder welches für gewisse Zwecke vielleicht besser geeignet ist. Schaut einfach nochmal in unserem Kanal nach, abonniert uns vielleicht sogar oder gebt Kommentare unter das Video. Das war es mal von mir. Ich sage ciao.